fragt der Lehrer seine Schüler. Wer kann einen Satz bilden mit immerhin? Meldet sich Hans und sagt, immerhin scheint heute die Sonne. Sehr gut, sagt der Lehrer. Kennt sonst noch jemand einen Satz? Steht der kleine Fritzchen auf und sagt, gestern Abend hat meine Mutter die Nachbarin verhauen. Fragt der Lehrer erstaunt, was hat das mit immerhin zu tun? Darauf Fritzchen, da ging mein Vater immerhin. Tierkunde in der Schule. Die Lehrerin fragt, was ist ein Steinbutt? Fritzchen meldet sich, na das ist ein sehr flacher Fisch. Und weißt du auch, warum er so flach ist? Na, weil er Sex mit einem Wal hatte. Die Lehrerin ist entsetzt und schleppt Fritzchen zum Direktor. Dort verteidigt sich der Kleine und sagt, die Lehrerin stellt immer so provozierende Fragen. Sie hätte doch auch fragen können, wieso der Frosch so große Augen hat. Meint der Direktor, ach, und warum hat der Frosch so große Augen? Na, weil er zugeguckt hat.